Recht herzlich willkommen zur 120. Folge von Simotrans. Ja, letztes Mal haben wir überlegt, ob wir hier die Kohlemine mit Post und Dingens anschließen, haben das dann aber verworfen. Ja, geht darum, dass wir diesen Bus lukrativer hinkriegen sozusagen, aber eigentlich, das ist ja bis hierhin fahren sozusagen, ne? Also eigentlich ist es nicht ganz weit weg. Vielleicht sollten wir das doch machen. Wir bauen also eine Straße dahin. Wir müssen Zweier haben, um das hinzukriegen. So. So, das passt. Dann brauchen wir einmal die Haltestelle. Und zum anderen den Postkasten haben wir da. Und schon ist das eigentlich fertig. Jetzt brauchen wir nur den Bus. Der fährt hier. Dann müssen wir die Linie bekommen. So, das ist die Linie. Und die müssten wir dann einmal ändern. Und zwar müssen wir nach was für einer Straße? Römerstraße. Linie N. Ach, haben wir da oben ja offen. Römerstraße ist da. Da fügen wir halt das ein. Römerstraße dahin. Und dann nochmal dahin. So, jetzt sollte das funktionieren, dass dann die Strecke da hinten auch angefahren wird. Können ja dann mal gucken. Einmal den Bus und einmal die Post. Ob da oben was mitgenommen wird, ne? So. Und dann halten wir noch den noch auf und man sieht da. Achso, nee, das ist jetzt 338 Tonnen, aber erster Passagier wartet. Das heißt, jemand möchte dann mit dem Bus fahren. Nicht nur jemand, sondern auch zwei. Steigert natürlich dann auch die Lukrativität bzw. die nächsten Fahrzeuge wie die Straßenbahn. Drei Sack Post sind auch da. Das lohnt sich dann ja sogar. Sechs Sack Post. Okay. Die sind jetzt beide hier an der letzten Haltestelle, Römerstraße, und fahren jetzt raus. Vier Passagiere, sechs Sack Post. Okay, mal gucken, wie es weitergeht. Post sind sechs. Acht Passagiere sind's. Der Bus sollte dann mal langsam hinfahren. So, die Post ist abgeholt. Und Passagiere sind drei schon im Bus drin. Und da kommen gleich neun dazu. Vielleicht sogar noch ein paar mehr, weiß nicht. Ne, die Neune sind eingestiegen. Gut, Post wird geholt und Passagiere werden geholt. Die Post wurde schon teilweise abgeliefert in der Römerstraße. Das ist aber bei den Passagieren nicht so, glaube ich, ne? Nee. Oder doch, Römerstraße ist da auch bei. Drei davon. Gut. Zugestiegen sind jetzt, glaube ich, keine. Genauso wenig, wie da gerade Post hinzugemacht wurde, ne? Kohlezüge fahren, da sehe ich gerade, aber. Doch, der ist hier voll, ne? Ja. Jetzt fährt der rein. Ging mir jetzt drum um den Profit, ne? Ob das sich lohnt, aber so wie es aussieht, wird der Zug komplett vollgeladen, ja? Der auch. Nur hier ist es anders. Das müssten wir vielleicht auch mal kontrollieren, warum die da stehen, warum das nicht weitergeht. So. Ja, Passagiere sind hier oben wieder drei am Warten. Post ist noch keine da. Ja, der Postwagen war zuerst und da wird guckt, da kommen auch drei Sack Post wieder. Und der Postwagen ist hier links. Der fährt jetzt da in die Richtung. Also 9 und 6 hatten wir in der letzten Runde, ne? So, mal gucken, ob sich das verändert. Vorletzter Halt. So, und jetzt fährt er zum... Ja, zum Schacht. Da sind jetzt 6 mal die Post da, okay. Und der fährt jetzt weiter.
Also beide Fahrzeuge da unten waren miese, ne? Rechts ist jetzt, beziehungsweise der Post, ne, der Bus ist jetzt durchgefahren, hat nicht gewartet, wenn die Post gewartet hat für Beladung. Aber die Kohlemine kriegt sogar einen Sack Post geliefert. Und 6 gehen mit. Und Passagiere haben wir auch ein paar gekriegt, aber auch nicht ganz viele. Ja, aber da werden Passagiere produziert. Ich glaube, das können wir erstmal so lassen. Gucken wir uns später nochmal an. Ich denke, das ist erstmal so gut. Gut. Wollen wir denn hier unten noch? Ist das weit weg? Ja, ich glaube, das ist weit weg. Hier könnte man noch was abholen, aber das ist zu weit. Oh, guck mal hier dann hin. Dann kommen wir da zu der Mine. Ja, und hier warten Züge auf Beladung. Achso, wir wollten oben bei der Kohlemine gucken, wo die herkommen oder hinfahren, ne? Und warum die hier stehen und es passiert nichts. So, das ist der Bahnhof, das ist der Zug. Stahlwerk West. Stahlwerk West. Das ist also da und die brauchen nichts. Das ist interessant. Kohle brauchen die nicht, ne? Sagen wir es mal so. Und alles andere ist auch da. Stahl ist in Produktion genügend. Wir haben Eisenerz, wir haben Kohle, wir haben Schrott, das passt. Das heißt, der Gerätelieferant ist das Problem, oder wie sehe ich das? Und der hat genügend Stahl. Aber das ist gleich unter dem Wert, unter dem Schwellenwert. Und dann geht's wieder los, denke ich. Ja. Das ist das Stahlwerk, machen wir nochmal auf. So, jetzt ist es gleich unter 417 und es wird wieder produziert. Wenn da produziert wird, wird auch hier produziert, wie wir sehen. Gut. Zug ist voll und fährt. Und das bedeutet, das ist die Kohlemine. Ja. Hier müsste dann ja auch wieder beladen werden, oder wie sehe ich das? Ach so, nee. Stahlwerk muss erstmal hier unter die 172 oder 122, nee, 122. Okay. Und wenn das da drunter ist, dann geht die Produktion, dann wird da auch wieder Kohle geliefert. 273, ne? Dauert ewig wahrscheinlich. Ja, müssen wir mal gucken, ne? Und die nehmen es ab. Die kriegen jetzt einen Stahl. Ah, die kriegen eine Lieferung, ne? Und da ist der Zug schon. 105 Tonnen hat er dann. Und wenn er 105 Tonnen liefert, wo ist denn das jetzt? Da oben. Stahl 105, 350. 450 unten. Wenn er dann da ist, könnte schon wieder sein, dass noch eine Fuhre mehr gebraucht wird, ne? Der Zug bringt 105 dahin. 436, ja. Das ist nicht ganz viel mehr, dass die Produktion kurz angehalten wird, ja, aber der Transport vom Stahl, aber bis er zurück ist, läuft es dann auch wieder an. Das ist das Stahlwerk hier unten. Das produziert noch. So, jetzt ist er hier drunter. Jetzt produzieren die auch wieder Stahl.
Ja, und die brauchen Kohle dann, ne? Das gibt's ja hier. So, das liegt alles am Bahnhof, ne? Ja. Und er steht gerade irgendwo an einem. Wieso muss er warten, wenn der da rumfährt, fährt? Ach so, ja. Jetzt bringt er wahrscheinlich so eine Tour, fährt er jetzt, ne? Der wartet auf freie Strecke. Eigentlich bringt der Maschinenteile dann dahin, oder wie war das noch? Oder was macht der Stahlwerk, fährt er hin? Jetzt fährt er los. Ich weiß gar nicht, wo der hinfährt, was er macht. Was holt der? Das ist die Frage. Muss der überhaupt lang fahren? Werden es gleich sehen, ne? Der Baumarkt, ne? Ist aber durchgefahren. Fährt mir hin. Hier hin. Ach, der holt da auch Stahl weg. Ah, sehr interessant. Ja, und die liefern dahin. Wir machen mit einem Zug beide Stahlwerke. Ist ja auch nicht verkehrt, ne? Jetzt wartet er auf freie Strecke. Ne, er darf schon fahren. Okay. Dann wird er hier jetzt mit Stahl beladen, ne? Und schwupp voll. Ja, das bringt er dann da auch hin. So, das bedeutet, den können wir mal zumachen. Das war jetzt hier, ne? Ja. Das ist also auch nicht wichtig. Also wichtig schon, aber zum Gucken jetzt gerade unwichtig. Das heißt fertig. Wie sieht es hier hinten aus? Der braucht gleich wieder Eisenerz. Kohle ist jetzt gleich alle. Wo war das hier? Auch hier, das brauchen wir nicht mehr. Hier ist. Nein, hier ist nicht, da sind die Maschinen. Ach guck mal, der fährt sogar nur mit rein durch die Gegend, okay. Nee, das Entscheidende ist, dass hier gleich beladen wird und es geht weiter, ne? 147. Kohle fällt weiter, weil wird gebraucht. Hundertvierzig, noch 16, oder wie viel? Ne, mehr Einheiten, aber egal. So, noch 10 Einheiten. Sieben Einheiten. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Und jetzt wird die Produktion Kohle wieder an hier. Müsste eigentlich ein Zug beladen werden, wird auch. So, der Ober fährt. Wird der nächste beladen, ist die Frage, oder ist es ein anderer? Weiß ich jetzt gar nicht. Kann auch sein, dass der für ein anderes Werk ist. Ja, sieht wohl so nach aus, dass der woanders für ist und der andere auch da unten. Gut, dann haben wir nur einen, der da hin und her fährt. Gut, der bringt da die Kohle da auf jeden Fall hin. Das funktioniert dann. Läuft wieder. Ja, ich würde sagen, lass mal erstmal so. Soll so funktionieren, ne? Gut. Dann sind die erstmal alle unterwegs. Da kommt der Stahlzug. Der müsste gleich wieder voll geladen werden eigentlich, oder?
Warte mal. Ja. Wieso hat denn der jetzt geladen, sehe ich gerade. Hä? Was war denn das jetzt? Ach, der war schon weitergefahren und fährt durch. Okay, das ist eine Einbahnstraße, alles klar. Der war ja vorher leer. Ich wollte gerade sagen, da passt was nicht, aber ist alles gut. So, jetzt wird wieder produziert. Jetzt. Ja, läuft erstmal, ne? Er bringt Eisenerz. Ja, und dann sieht das immer soweit gut aus, würde ich sagen, ne? Ja, und dann machen wir hier die Folge zu Ende. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.